Einen schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Gothic 3. Im letzten Part bin ich hier angekommen in Faring, genau, Ära. Und ja, jetzt hängen wir hier ein bisschen rum, machen unser Ding. Wir sollen Schattenläuferfell verkaufen an irgendeinen Dude vor der Burg. Und in der Nähe eines Turms soll eine Höhle sein, wo wir auch noch was abstauben können, müssen, was auch immer. Rema, nee, orkischer Held, Ära, okay. Hier leckt's überhaupt nicht, Leute. Lass euch da bitte nichts einreden. Was geht bei den Jungs? Ist cool. Bist du hier, um ein paar Goldstücke zu machen? Immer. Oder willst du dir den Respekt der Orks verdienen? Hier kannst du beides. Ich bin Curtis, Chef dieser kleinen Arena. Du dreckiger Dieb. Upsi. Ich glaube, wir haben jetzt hier einen kleinen Arena-Kampf. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh Gott, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ja, gut, Leute. Eventuell. Na, fahren wir nochmal neu an. Gott. Wieso? Ich meine, Taschendiebstahl ist ein sehr risikantes Geschäft, Leute. Lass dich da bitte nichts anderes einreden, okay? Ich glaube, jetzt weiß er, wofür wir hier sind. Respekt oder Gold? Ich wundere mich. Tja, willkommen zurück zu Gothic, Alter. Gott. Wir reden mal später mit ihm. Mal gucken, was die anderen Jungs sagen. Muff. Goran, ich habe Goron gelesen, ich dachte mir so, okay, Alter. Spike. Ja, hauen wir den Jungs kurz auf die Fresse, schlage ich vor, oder? Wenn wir schon mal hier rumhängen. Was ist hier? Eine Axt. Nice. Nehmen wir einmal mit. Hier waren ein paar Leute hingerichtet, das ist ein bisschen unangenehm. Tja. Die Orks haben so ziemlich den Krieg gewonnen, Leute. Außer wir können vielleicht noch irgendwas wenden. Als Held, der die Barriere gefallen lassen hat und Drachen getötet hat. Wir werden es erleben, Leute. Wir werden es einfach erleben. Ich schlag vor. Speichern hier erstmal. Und dann machen wir das mit der Arena eben. Kann man ja mal machen. So oft, ne? Ein paar Goldstücke zu. Ja, ja. So oft fangen wir einfach Parts an und gehen direkt in die Arena. Was kann ich hier gewinnen? Jeder Kampf kostet 100 Goldstücke. Wenn du gewinnst, bekommst du 150 zurück. Das ist nicht besonders viel. Das ist auch keine besonders große Arena. Was du deinem Gegner abnimmst, gehört ebenfalls dir. Natürlich. Noch was. Besiegst du meinen besten Mann, kann ich dir noch ein paar Tricks zeigen. Verstehe. Ich will kämpfen. Ich schicke dir Goran. Der dürfte genau deine Kragenweite sein. Ja gut. Lass ich mal ganz kurz schauen. Wir haben gar keine Lernpunkte, okay. Das ist also nicht viel. Aber wir haben bald ein Level up. Ja, wird sich schon lohnen. Jetzt werden wir sehen, wer der stärkere. Ja. Volltreffer! Sonst könnten wir uns halt seine Tricks vielleicht echt aneignen, aber. Das hat gesessen. Weiß ich nicht. Ohne Lernpunkte ist schlecht. Hey, hey, Bruder. Mach keinen Miesen jetzt. Und tschüss. Und die Stärke einfach for free nehmen wir uns natürlich mit. So, danke, Alter. Erstmal einen schwarzen Rohbar geballert. Sehr schön. Essen wir einen Schnitzel drauf und weiter geht's. War ja ein richtiges Pushover. Solange wir nicht gegen Orks kämpfen, ist alles cool. Ey. Diese starken Baba-Orks, die sind schon sehr gefährlich. Goran ist erledigt. Nicht schlecht. Wenn du so weitermachst, wird aus dir noch ein richtiger Gladiator. Ich glaube, wir waren eh schon ein Gewinn. So ziemlich überall. Gib mir einen Kampf. Willst den Orks wohl zeigen, was du auf der Pfanne hast? Na, ich will dein Gold. Arena. Und deine Stärke. Ich schicke dir Muff, aber sei vorsichtig. Er hat einen mächtigen Bums im rechten Arm. Ja, ich bumse auch immer mit rechts. Los geht's. Der hat sogar ein Schild. Unangenehm. Da ist halt immer so ein Free-Hit, Leute, ne? Dieses Stechen und dann aufgeladener Angriff ist immer nice.
Hau rein, Bruder. Okay, der hat nicht angegriffen, als er aufgestanden ist. Das ist komisch. Wow. Das gibt's doch gar nicht. Richtig free. Und einen Heiltrank nochmal bekommen. Sehr schön. Den werden wir uns mal richtig gönnen. So, Bruder. Wie viele Versager willst du mir noch schicken? War Muff alles, was du mir schicken kannst? Oh. Schon gut. Vielleicht bist du einfach in der falschen Arena. Wenn du gegen wirklich gute Kämpfer antreten willst, solltest du in die Wüste gehen. Da kann man auch mehr gewinnen. Hier ist dein Gold. Ja. Ich will kämpfen. Mir gehen langsam die Leute aus. Nur Spike ist noch bereit, gegen dich anzutreten. Er brennt darauf, allen zu zeigen, wer hier der Boss im Ring ist. Wenn er meint. Allerdings kostet dich dieser Kampf 200. Der Sieger kriegt 300. Klingt gut. Ich will gegen Spike antreten. Wie du meinst. Es sind deine Knochen. Viel Glück. Ach komm, als ob er so viel krasser ist als die anderen beiden. Please. Wir haben schon viel schlimmere Gegner weggerackt. Komm her! Leute, es gibt einen oh, Kampf. Oh. Nope. Ja! Ja. Ja, das einzige Problem ist, der hat halt eine fettere Rüstung, ne? Der hält einfach mehr aus. Sonst ist mir auch egal, wer Spike. Puff, Spike. Nope. Na komm, mein Junge. Trau dich. Ah, shit. Da hat er mich mit der Spitze erwischt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bam, Bruder. Und tschüss. Und hau rein. Das darf doch nicht wahr sein, Mensch. Schädelschild-Ära. War das ein normaler Schädelschild oder war das auch ein abgenutzter? Aber auch ein abgenutzter. Keine Ahnung, ich schätze, ich lerne mal die starke Schildparade irgendwann. Das wird sich schon lohnen. Was habe ich eigentlich stärker? Lebensenergie vielleicht auch nicht schlecht. Ah. Scheiße. Tut ja. Das weh. Sucks, Bruder. Spike ist Geschichte. Tja, du hast sie alle geschlagen. Für dich gibt es hier nichts mehr zu tun. Wenn du weiter Gladiator bleiben willst, musst du wohl weiterziehen. Wo ist mein Gold? Hier. 300 Goldstücke. Das sind die richtigen Fragen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So ein Schwertmeisterrang. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Vielleicht machen wir da einfach mehr Schaden mit Schwertern oder so. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich komme drauf zurück. Haben die noch was zu sagen? Nee, okay. Wir speichern mal. Ich habe nämlich langsam die Hoffnung, wir könnten vielleicht hier noch etwas mitnehmen, Leute. Und wieso ist mein Schild nicht mehr hier im Leiste? Okay. Danke, Jungs, ne? Richtig korrekt. Tja, haben wir das schon mal erledigt. Müssen wir weiter. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 38.000. Wir brauchen noch mehr, Leute. Ey, was geht, Ali? Aha, noch ein Fremder auf Reisen. Willst du auch in die Burg? Ich hoffe, du hast ein passendes Geschenk dabei. Warst du schon in der Burg? Nein, die Orks lassen mich nicht hinein. Khan ist sehr beschäftigt. Aber ich bin mir sicher, es dauert nicht mehr lange. Jeder ist käuflich. Ich muss nur noch rausfinden, womit ich die Orks kaufen kann. Was für ein Geschenk? Für den großen Khan. Ich habe ein Artefakt aus Nordmar mitgebracht. Es hat mich eine große Summe Gold gekostet. Aber die Investition wird sich lohnen. Was ist das für ein Artefakt? Ein Stein. Diese ungebildeten Barbaren haben ihn einfach in die Landschaft gelegt. Aha. Erzähl mir was über Nordmar. Ich hatte Glück, dass ich noch über den Pass gekommen bin. Hat mich 3 Flaschen Schnaps gekostet. Zum Glück nur dieser Nordmar-Fusel. Boah, das Zeug ist ungenießbar. Alles klar. Also was war jetzt in Nordmar? Ach so, ja. Keine 10 Pferde bringen mich da wieder hin. Es ist furchtbar kalt und man verläuft sich ständig.
Hätte ich keinen Führer gehabt, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Er hat mir auch das Artefakt verkauft. Klingt, als hätte er dich verarscht, wenn er dir einfach einen Stein angedreht hat. Auf der anderen Seite haben wir auch Steine in unserer Ringe und Amulette, die uns verschiedene Kräfte geben. Also, wer weiß, wer weiß. Egal, war mal weiter. Farin war, glaube ich, auch mal eine Burg der Paladine, ne? Oder eine Feste der Paladine. Hier ist jetzt wohl Geschichte. War da was? Nee, ich dachte, da wächst irgendwas, aber da war nur eine Bank, Leute. Ja, nur eine Bank. Kommando zurück. Paar Gräber. So enden wir alle mal. Halt, Mora! Was ist los? Was ist los? Hier gibt es nichts für dich zu holen. Kehr wieder um. Okay. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Ja, und? Und deshalb muss ich nach Nordmar, klar? Ja, und jetzt kehre um. Vergiss es einfach. Ich will hier durch. Ja, und genau deshalb stehe ich hier. Um mir das Leben schwer zu machen? Um Moros davor zu bewahren, aufgefressen zu werden. In Nordmar herrscht Krieg. Da bist du ganz schnell tot. Kapiert? Das wage ich zu bezweifeln. Erzähl mir von Nordmar. Wir kamen über die Berge nach Nordmar und sahen die Truppen des Königs. Sie besetzten die große Schmelze und bauten sich Waffen aus Erz. Es war leicht, sie zu besiegen. Jetzt gehört uns die große Schmelze. Kein Morra darf dorthin. Wir töten alle, die sich der Schmelze nähern. Deshalb kannst du nicht nach Nordmar gehen. Kapiert? Es muss doch einen Weg geben, wie ich nach Nordmar komme. Wenn du wirklich so dumm bist, dann kriegst du eine Chance. Was für eine Chance? Werde Jäger. Tom und Wilson, die Morra-Jäger, gehen nach Nordmar. Sie wissen, wie sie überleben. Wenn sie sagen, du kannst gehen, lasse ich dich durch. Ehre, machen wir. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen. Was? Wertvolle weißt Sachen? Du etwas darüber? Nein. Nein. Wir beobachten dich. Ja, hä? Ja, hä? Wertvolle... Leute, wertvolle Sachen? Ich wundere mich. Was kann er nur gemeint haben? Alles, was ich geklaut habe, war nur Schrott? Ja, ja, ja. 99 Gold, Alter. Das ist schon mal meins. Das wird wahrscheinlich die Höhle sein, von der gesprochen wurde. Schauen wir uns da mal um. Erstmal ein bisschen unser Fleisch speisen. Nochmal ein Safe droppen. Und dann gucken wir da mal rein. Goblins. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Verärgerter Goblin. Er ist wirklich wütend, okay? Er hat einen schlechten Tag, dieser Goblin. Habe ich das Gefühl. Tschüss. Hey, du kleiner Fratz. Mach jetzt mal keinen Miesen, ja? Leg dich einfach zu deinen Freunden. Autsch. Hauptsache, der eine Schlag hat dir einfach gar keinen Rückschlag gegeben. Ihr wisst schon. Der ist nicht zurückgewichen, der Arsch. Bruder, vielleicht sollten wir uns um den Goblin hier kümmern, Alter. Hier ist noch einer. Alter, es war knapp. Das ist unangenehm. Ich schätze, wir essen ein bisschen Fleisch. Wenn wir schon mal hier sind. Na komm, scheiß drauf. Wir nehmen einen Trank, das geht schneller. Köstlich. Nochmal speichern. Ja, wir brauchen eine neue Rüstung übrigens. Aber wenn wir die 50.000 haben, sind wir eh die größten Babas. Dann können wir uns die neue Rüstung holen. Alles gar kein Problem. Die beste Waldläuferrüstung, Leute. Da sind wir einfach eine Legende, okay? Aber eine gute Zeit. Junge, jetzt verpiss dich, du Goblin. Goddammit. So, was haben wir denn hier? Vor allem hier sind Schwerter und die greifen mich trotzdem mit Knüppel an. Ob die dumm sind, habe ich gefragt. Ah ja, da ist noch einer. Hey Bruder. Hau rein. Da hängt noch einer rum. Ich
meine, ich bin ziemlich sicher, dass das die Höhle sein muss, von der geredet wurde. Was zum Fick war das für ein Sound? Waren das die Goblins? Muss ja, ne? Oh, die kommen jetzt auf einmal alle. Oh, die kommen jetzt. Die haben alle Bock. Die haben alle richtig Bock. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück. Wir lassen uns nicht von Goblins überrennen. Na kommt, ihr kleinen Frotze. Ja komm, ja sei brav, ja komm. Sehr schön. Und die anderen deiner Freunde, sind die wieder gegangen? Naja, einer weniger, schätze ich. Ja, friss das, du Arsch. Tschüss. Wir holen uns sie alle ganz entspannt ran. Tschüss. Ja, und da ziehen wir einfach unser Schwert. Alles okay. So, tschüss. Ah, gebratene Fleischschwanz, die können wir lecker essen. Hm. So. Wir nehmen uns natürlich alles mit, was nur ein bisschen Gold bringt. Außer die Pflanzen, ich habe keinen Bock, alle aufzusammeln, aber sonst nehmen wir es alles mit. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir uns die bessere Rüstung holen können. Das wird so ein heftiges Upgrade, Leute. Das ist unglaublich. Ja, hau rein. So, Rockos Höhle. Bock. Ich meine, ist ja auch der Steinarena-Leiter. Klar, der in der Höhle. Alter. Gibt's denn noch irgendwas zu holen? Hä? War da was? Dämonenpilze. Ja, juckt nicht. Sonst nichts, ne? Ne. Zauberwurzel. Ja, wir nehmen uns die Kacke mal mit. Sonst ist hier halt echt nichts, ne? Ne. Krass. Ja, dann fuck this shit, Bruder. Gehen wir wieder. Hat sich ja fast gelohnt. Oh, der hat noch ein paar Waldbeeren. Voll die nutzlose Scheiße, die Waldbeeren, aber ich schätze, den nehmen wir mal mit. Kann ja nicht allzu sehr schaden. Okay, aber wo ist dieser eine Dude? Ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen. Also hier geht's auf jeden Fall nach Nordmar. Das ist der Pass nach Nordmar. Das ist schon mal gut. Was geht da drüben ab? Hier ist ein orkischer Held, Ehre. Versklavter Bau. Da drüben ist die Burg. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich unser... Oh, da kämpfen ein paar Jungs, krass. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich unser Schattenwelt los. Ja, da ist Gnar. Ha, lustig, kein Klasse Corinus-Charakter, da ist auch Gnar. Süß. Ja, es geht Gnar. Was willst du? Ehre. Willst du dieses Schattenläuferfell kaufen? Zeig her. Der Jäger hat meinen Respekt. Es ist Ehre in diesem Fell. Ehre. Wo hast du es her? Ich verkaufe es für Bürsen. Er ist ein großer Jäger. Na, warte, hier Bürschen. Sind 400 Goldstücke. Ich kaufe es. Das Fell kostet 500 Goldstücke. Pass auf, was du sagst. Ich habe dich bezahlt. Das Fell gehört mir. Tja, dann fick dich doch, du Arschloch. Wir müssen gar nicht fragen, ob wir in die Burg kommen. Ich werde dich töten. Ich dachte schon, er meint uns. Was geht denn da ab, Jungs? Oh mein Gott. Ja, was auch immer. Bam, bam, bam. Es geht, Jungs. Ich hab's noch nicht verlernt. Oh, ein paar Bolzen. Lecker. Die können wir verkaufen. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja. Stör mich nicht. Tja. Die Banditen, die haben es nicht so gut geschafft, schätze ich. Huh. Noch ein Schwert. Da ist ja noch ein Bandit. Ein Halsabschneider. Steck die ja, Waffe weg. Komm, hau mir ihn auf die Fresse, was los. Ech, komm schon. Nein, der Falsche. Oh mein Gott.
Ja, ich will unbedingt Mitch angreifen spielen. Nee, ist okay. Mitch ist mein Ziel. Ich muss den anvisieren, um ihn anzugreifen übrigens, Leute. Wer sagt's denn? Ah. Geht doch! Okay. Ich hab ihn gestriffen, das reicht dann auch schon. Geht doch, Alter. Ey, Rocco. Die Höhle ist frei. Es waren nur ein paar Gobbos. Ein paar Gobbos. Ich mach mich sofort auf den Weg. Hier ist dein Erz. Danke, Alter. Das behalte ich. Lag da noch was? Ach, Pfeile. Nehmen wir mit. Ich meine, die Pfeile können wir gebrauchen. Und die Bolzen können wir verkaufen. Ah, ist chillig. Haben wir den... Ach, ein Holzschild liegt da noch. Cool. Können wir nochmal mitnehmen, Alter. So, und für dich... Nee, für dich habe ich nicht das Ding verkauft. Wo ist Wilson? Was kann denn schon groß passieren? Tom? Rocco? Ah ja. Am besten du hältst dich da raus. Gnar hat das Fell. Sehr gut. Gib mir das Gold. Das hat uns gerade noch Gnar hat mir nur 400 gegeben. Ich weiß. Du wirst zwar nie ein guter Fellhändler, aber wenigstens bist du ehrlich. Von mir aus kannst du bei uns mitmachen. Ehrenmann. Als wenn das so einfach wäre. Bin ich jetzt dabei? Was war mit Tom? Ich werde ihn fragen. Mach das. Oh, ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich erst speichern, aber okay. Hast du irgendwas? Zeig mir deine Ware. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Nee, ein bisschen Gold hat er, das nehme ich mir. Wir verkaufen mal unseren Chip und gucken, wie viel Gold wir bekommen. Die Scheißknüppel, gönn dir. Ah, er braucht auch keiner. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Klingenbolzen juckt auch nicht. Ja, warum nicht? Den Kram kannst du haben, den ich auch. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ja, sag bald, dieses könnte vielleicht noch hilfreich sein. Als wenn das so einfach wäre. Ja, sag bald, ich auch nochmal. Irgendwann ist auch Dämonenpilz, Alter. Waldbeere juckt auch nicht. Ich denk darüber nach. Was haben wir sonst so? Die Schaufel kannst du haben, die Joints kannst du haben, dein Erz kannst du haben. Ja, den Rest behalte ich. Nicht allzu viel. Noch 9000 brauchen wir. Kriegen wir sicher irgendwie zusammen. Mit Tom will ich reden, ne? Hab mich schon gefragt, wann du kommst. Wieso? Ich hab dich ins Dorf kommen sehen und wusste, dass du über den Pass willst. Richtig. Wir Jäger sind nun mal die einzigen, die zum Jagen nach Nordmar dürfen. Wir sind auch die einzigen, die dich über den Pass bringen können. Ehre. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Kannst du mir was beibringen? Ich bin kein Lehrer. Ich kann dir einen Tipp geben, wo du jagen kannst. Wenn du was lernen willst, geh zu Wilson. Richtig. Ja, Jagdfände haben wir schon richtig gut gelernt. Schon okay. Ich will bei euch mitmachen. Die Sache läuft so. Du zeigst mir, dass du anpacken kannst. Dann habe ich nichts dagegen. Okay. Verstanden? Am besten, du hältst dich da raus. Wo kann ich hier jagen? Unten im Wald gibt es einen Haufen Wölfe. Knar wird die Felle gerne annehmen. Was soll ich für dich tun? Du kennst den fetten Wüstenhändler Ali? Er prahlt die ganze Zeit mit einem Artefakt, das er den Orks verkaufen möchte. Bring es mir. Und wie soll ich das tun? Das ist deine Sache. Lauer ihm auf. Hau ihm ein paar auf die Fresse oder beklau ihn. Alles klar. Trotzdem gefällt mir das Ganze. Was willst du mit dem Artefakt? Ich will vor allen Dingen nicht, dass dieser Typ in die Burg kommt. Wenn sein Artefakt wirklich aus Nordmar ist, hat er es gestohlen. Ich mag keine Diebe. Aber du engagierst gerade einen Dieb, um ihn zu beklauen. Alles klar, Tom, Ehrenmann. Ist das dein Ernst? Erzähl mir was über Nordmar. Eine Jagd in Nordmar ist was ganz anderes als hier. Das ganze Land ist durchzogen von tiefen Schluchten und hinter jeder Ecke lauert der Tod. Für die Jagd ist das so ziemlich die beste Gegend, die es gibt. Und die gefährlichste. Das glaube ich. Okay, Tom, okay. Mal gucken. Wir haben ja einen Schlüssel geklaut von ihm. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo er chillt, um das zu klauen. Also, wo schläft der Junge? Wenn ich sein Bett gefunden habe, finde ich auch seine Truhe.
Okay, jetzt noch ein paar normale Truhen. Oh, ja. Alis Truhe, okay. Ich schätze, wir speichern einmal. Die muss ich nicht mal knacken. Ich habe ja einen Schlüssel. Mal sehen, Alter. Oh, Jagdbogen, Knochenbogen. Hey, vielleicht, den könnte ich sogar tragen. Anschein, dieser Anschein wurde von allen Nordmal geklaut. Nehmen wir, Alter. Liebeskunst plus 1, Leute. So. Assassinenbogen, Jagdbogen, Knochenbogen, Leute. Ballert. Ist schon mal geiler, nehmen wir. Rüst dich mal aus. Ja. Ja, da hier sonst niemand ist, ne, würde ich sagen, wir nehmen uns einfach mal alles mit. Denn wir brauchen Gold und Schnaps und Gold und Schnaps. Und ja, schön, dass wir das gemacht haben, schätze ich. Gleich kommt die Ochs. Ey, hier wurden Sachen geklaut, du Arsch. Oh, oh. Bei unseren Leuten verschwinden immer mehr wertvolle Dinge. Wie bitte? Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Wie kommst du denn darauf? Rausreden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach dir keinen Ärger, klar? Klar. Wenn das so weitergeht, werden wir dich für die Sache verantwortlich machen. Ach, hä? Gut, dass wir rausreden gelernt haben. Ey, Tom. Hier ist Alis Artefakt. Ich hatte recht. Er hat es gestohlen. Weißt du, was das ist? Ein Ahnenstein aus Nordmar. Du bist ein Mann der Tat. Von mir aus kannst du bei uns mitmachen. Klär den Rest mit Wilson. Ära. Was ist ein Ahnenstein? Die Nordmarer platzieren sie vor den Grabhöhlen ihrer Ahnen. Sie sollen die Geister besänftigen. Ali ist nichts weiter als ein elender Grabschänder. Relatable. Ich kann den Ahnenstein nach Nordmar bringen. Darüber reden wir, wenn du einer von uns bist. Hm. Oh, Wilson! Wo ist der kleine Fratz? Ja, hier nicht. Ach da. Tom hat nichts dagegen, wenn ich bei euch mitmache. Gut. Dann fehlt dir ja nur noch eines, um ein Jäger zu sein. Eine erfolgreiche Jagd. Auf der anderen Seite des Flusses, beim Friedhof, tauchen immer wieder Lurker auf. Gorok will, dass sie verschwinden. Wir gehen zusammen. Okay, machen wir. Noch schlimmer. Folgst du mir? Folge ich dir? Ist das dein Ernst? Hallo? Ich glaub, hast du Bock? Ich will bei dir... Hast du das... Ja. Am besten, du erledigst das selbst. Ja. Gut, ne? Ich weiß nicht, ob du damit recht. Wo ist denn der Friedhof? Ach so, da geht das schon hin. Ja, okay, toll. Am besten, du hältst dich da raus. Alex! Da sind ein paar Lurker, die holen wir uns. Denn das Spiel läuft richtig flüssig, Leute. Hier sind einige Lurker. Ugh. Gut, dass wir diesen Knochenbogen haben. Oh, da sind noch mehr fuck. Von den Biestern. Da ist noch so ein Mistvieh. Ah, ist jetzt unangenehm. Beute! Okay, Bruder, muss los. Meine Rüstung ist sicher nicht geschafft für sowas. Haut rein. Ihr macht das schon, Jungs. Ihr macht das schon. Ich gönn mir. So, tschüss. Nein, nicht Gorok angreifen. Eine erfolgreiche Lehrart. Lass mal das ganze Dorf mit den Viechern inflirtieren. Oh mein Gott. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Angreifen. Ups, sorry. Bruder, warm versehen. Alles gut. Chill mal. Goddammit. Um dich ist es nicht schade. Jungs. Hab jetzt nicht so viel Bock auf Ärger. Lass mal chillen. Oh Gott. Ich geh mal auf den Friedhof. Bleib stehen. Haben die noch Bock auf mich? Nee, okay. Ja. Schon scheiße passiert. Oh, mein Kopf.
Also wir werden die erstmal alle schön looten, bevor wir irgendwas nichts machen. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Nein. Ich doch nicht. Jetzt kriege ich dich endlich, du Arschloch. Wir greifen die wieder an. Aber das wird auch nochmal ordentlich Cash geben, die ganzen Lurker-Scheißzeugs. Hammergeil. Ja, Bruder, was ist los? Was jetzt? Was jetzt, hä? Was jetzt, Junge? Die Lurker sind tot. Gut gemacht. Du gehörst jetzt zu uns. Mojok wird dich nicht aufhalten. Schön. Haben wir das schon mal geschafft? Das ist schon mal optimal. Jetzt, wo wir 20 Lernpunkte haben, baller ich, glaube ich, doch in starke Schildparade. Da haben wir ja alles genug für. Oder rüsten wir dieses Ritterschild aus. Das lohnt sich, glaube ich, echt krass. Gibt uns halt nochmal ganz schön viel Def. Bruder. Würdest du mich im... Bring mir die starke Schildparade bei. Robas Armee hat ein paar wirklich gute Schildkämpfer hervorgebracht. Ein starker Schildkämpfer benutzt die Taktik des Blockens. Schlage aus der Deckung heraus. Dann zieh den Schild wieder nach vorne. Aber denk daran, selbst der beste Schild nützt dir nichts gegen Angriffe von hinten. Das ist klar. Ja, cool. Sonst würde ich, glaube ich, auf Schwertmeister noch skillen. Wir warten mal damit. Immerhin kann ich jetzt hier dieses Paladin-Schild ausrüsten. Very nice. Das sieht richtig fett aus, Leute. Erstmal hier auch equippen. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir... Wie viel Def haben wir? 60, 50, 45. Ballert. Und das wird mit der Robe, die wir uns holen, noch geiler. Boah, wird einfach richtig gut, Leute. Leute, wir werden eine einzigartige Maschine sein. Habe ich eigentlich einen Teleportstein von diesem Ort? Sieht... Ja, doch, hier. Nach Faring. Sehr schön. Okay. Können wir jetzt erstmal um ein paar andere Dinge kümmern. Bevor wir wirklich nach Nordmar aufbrechen. Denn ich würde gerne mit der neuen Rüstung nach Nordmar. Und nicht so, wie wir jetzt rumlaufen. Denn es ist wirklich gefährlich. Und es kommt noch schlimmer. Gucken wir erstmal die Geheimnisse des Assassinenhändlers Mirso. Von den Helms des ersten Paladins. Goldteller für Laris. Kein Plan, wie ich das nochmal machen möchte. Mobilisiere die Menschen in Gilden. Befreie Gotha von seinem Fluch. Töte die hungrigen Wölfe. Was kann denn schon groß passieren? Kein Plan, wo die noch sind in Khaptun, by the way. Ich weiß nicht, ob du damit Bradley Skarner, Sabota und Torix Klar wiederholen. Kein Plan, was da noch war. Ein Mann für Nemora. Waffen für Nemora. Das können wir, glaube ich, auch noch nicht machen. Bei den Korra wird seine Magie zurück. Oh, hier haben wir auch so viel. Uiuiui. Säubere die Untotenhölder. Wäre nicht das erste Mal. Du schaust, gebe ich dir dann Münzen. Ich denke drüber nach. Ja, nur, wo ist die Untotenhöhle, Bruder? Bei Steve. Okay. Hinterlistig in den Oger des Waldes. Und den Tempel in Treles. So nach Überlebenden in den Tempel von Treles. Wir könnten mal zum Tempel von Treles, schätze ich. Aha, aha. Trotzdem gefällt mir das ganze Kamax Artefakt. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ich schätze, wir gehen nach Treles erstmal. Gucken uns da ein bisschen um. Los geht's. Tschüss. Haut rein, Jungs. Bis sehen's. Ah gut, dass wir in Faring schon mal ein bisschen was erledigen konnten. Hier sind auch noch Oger im Wald. Ich habe das Gefühl, die Oger machen uns ziemlich fertig. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einen besseren Bogen, ne? Ja. Könnte vielleicht doch ganz gut laufen. Ich rüst mal die Sprengpfeile aus. Dann holen wir uns die Viecher. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall verrecken wir einfach. Das kann natürlich auch passieren. Hier ist noch ein Kronstückel. Ehre. Huch. Wer will Ärger? Wahrscheinlich dieses Vieh in der Höhle da drüben. Wir gucken einfach mal erstmal. Wir können auch die anderen Jungs erstmal da kämpfen lassen. Das ist schon okay. Ja, da ist so ein scheiß Ogre. Ja, fick dich, Bruder. Oh, fuck daneben. Wie scheiße. Ja, lohnt eigentlich kaum, ne?
Da ist noch ein Oger. Die Oger haben einfach richtig Bock. Ich lasse einfach die anderen kämpfen. Ey, Jungs! Wieder eins von diesen lustigen Viechern. Ihr macht das schon, ne? Oh, fuck. Ja, friss das, du Arsch. Ja, ein Mistvieh weniger. So muss man es den Biestern geben, Alter. Wein und Schnaps, klar. Wo zum Fick sollte der Ork das auch herbekommen, ne? Wir trinken noch einen. Da war noch einer drin. Also einer war irgendwie ganz oben, dann sind, glaube ich, noch mehrere da unten. Wenn ich Glück habe, ist da nur noch einer. Die sind halt echt ätzend. Ey, du Oger. Fick dein Äschen. Hallo? Oh, sind noch mehrere. So lange. Oh mein Gott, es sind noch drei Stück. Ganz langsam, wenn wir die rauslocken müssen, Leute. Ganz langsam. Oh, shit. So brennen die wenigstens schon mal alle. Ja, Bruder, muss los. So, den fangen wir nochmal ab und dann verrecken wir. Ja, alles gut. Oh, scheiße, schnell weg. Wir werden uns erstmal heilen müssen. Glücklicherweise sind die scheiß langsam. Kommen die überhaupt noch? Ja, der kommt. Ja, kümmert ihr euch mal drum, Jungs, ja? Irre. Nett, dass er gewartet hat, bis ich ausgetrunken habe. Voll der süße Boy. Los, Oger, greift die anderen an. Die sind, das sind richtige Asis. Sehr schön. Oh mein Gott. Wir fliegen einfach komplett auf die Fresse. Ja, friss das, du Arsch. Ein Mistvieh weniger. So. Was ein Biest. Oh, ein Bolzen, lecker. Habe ich den schon gelootet? Ja, anscheinend schon. Aber das Schild hier. Guckt euch diesen Dog an und denkt so, ja, entspann mich hier ein bisschen. Das kann man mal machen. Wer ist noch ein bisschen was? Tja, Leute. Aber ich würde sagen, das wär's mal für heute von Gothic 3. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir die weiteren Oger wegracken. Und ja, haut rein. Ciao.